Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Heute geht das weiter, direkt im Anschluss und so. Ja, bin ich so ganz direkt und korrekt und hast du nicht gesehen. Geht's nur auf zu den Borgia und die Gemälde wiederholen. Wie wir im letzten Part erfahren haben, ne? Aber ja, guck mal, hier können wir gleich noch was renovieren, ne? Immer mal machen, was man so unterwegs findet. Wobei ich ja fast schon geneigt bin, mal ein bisschen zu sparen für. Edle Herren, nur ein kleiner Aufpreis für, so für meine unbezahlbare Beratung. Ach, wie heißt das denn? Direkt vor den Türen der Gotteshäuser von Rom zu betteln. Hübsch. Ein neues Gesetz schreibt einen Mindestabstand. Pantheon. Ich habe total vergessen, was ich gerade sagen wollte. Das Pantheon, dieses Wunder der Architektur, steht als größte ungestützte Kuppel der Welt auch noch 2000 Jahre nach seiner Errichtung. Die Öffnung in der Mitte der Kuppel, auch Oculus genannt, ist die einzige Lichtquelle für den riesigen Innenraum. Es wurde 126 unserer Zeit von Marcus Agrippa als Tempel für alle antiken römischen Götter erbaut. Inzwischen ist das Pantheon aber zu einem Leuchtfeuer des Christentums geworden. Das Gebäude wurde so oft niedergebrannt, wieder aufgebaut, ausgeraubt, verändert, abgerissen und renoviert, dass das Innere eine Vielzahl widersprüchlicher Bilder und Symbole aufweist. Offenbar ließen die meisten Götter dieses Gebäude extra für sich errichten. Ich für meinen Teil bete lieber die moderne Espresso-Bars an die sich herunterum angesiedelt haben. Die Messe für die Opfer des. Ja, schreit doch nicht so, mein Gott. Hier ist doch immer ein Turm. Guck mal, da ist ein Türmchen. Gehen wir den mal ganz kurz besuchen. Kirchenbrandes von San. Das klingt nach einer super Idee. Das klingt nach einer super Idee, das mache ich jetzt einfach mal. So dreist bin ich jetzt. So dreist bin ich, ja. Das ist aus mir geworden, ja. Ach du Scheiße, wie komme ich denn hier hoch? Ach, hier ist der Vordereingang, ne? Vom Pantheon. Sieht ja hübsch aus, ne? Ist das hier nicht aus dem Trailer? Ne? Und so? Wie teuer ist denn das da? 50.000, leck mich. Lass mal reingehen, mal gucken, wie das aussieht. Ist das irgendwie mit Glas geschützt? Weil uns redet ja rein, ne? Ich meine, wahrscheinlich wird es mit Glas geschützt sein. Das wäre ein bisschen komisch, wenn nicht, ne? Ist das. Ist da ein Glas vor? Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren, ne? Hey! Weiß ich nicht. Okay, die bessere Frage ist aber, wie komme ich jetzt da rüber, ne? Guck mal da. Nö. Das war nicht die Antwort. Das war nicht die Antwort, ne? Mein Junge. Aber was ist sonst die Antwort, ne? Na, guck mal hier. Na wohl, ich glaube, der Sprung ist nicht machbar. Da kommst du auch nicht hoch. Aber hier. Aha. Winken die höchsten Preisgelder. 4000 Goldstudi für den besten Kavaliere. Sowie die Gunst von Donna Lucia Orsini. Lucia. Hababababa. Hababababa. Okay, ich glaube, jetzt müssen wir uns hier entlang kringeln. Ich hoffe, man muss sich hier entlang kringeln. Ja, doch, dann nach drüben. Ja, ja, das scheint Sinn zu machen. Warte mal, vielleicht können wir auch hier hochklettern. Guck mal. Ja, fast. Wäre Ezio ein bisschen besser im Assassinen sein, dann würde das höchstwahrscheinlich klappen, ne? Aber gut, ich will mich ja nicht beschweren oder so. Ja, dann klettern wir mal hier ganz friedlich weiter. Kletter die Kletter. Ich lasse mich jetzt lieber nicht fallen, sonst fliege ich gleich auf die Fresse. Hey, das ist eine Feder. Hallo, Mr. Feder. Wie geht es dir? 3 von 10. Die werde ich auch niemals im Leben alle sammeln, ne? Na, guck mal, jetzt können wir mal ganz kurz das Dach da bestauen. Da ist kein Glas vor? Aber das ist doch. Das ist doch total schwachsinnig. Also. Hä? Entschuldigung, das verstehe ich jetzt gerade nicht, ja? Kann man da echt rein? Ne, da ist kein Glas davor. Aber das ist doch voll schwachsinnig. Das sage ich auch gerne noch 12 Mal, aber das ist doch voll schwachsinnig.
Da regnet es doch rein und alles mögliche. Regnet es hier nicht so oft? Gut, hier regnet es irgendwie nie, während wir spielen, aber trotzdem. Das ist jetzt verwirrend. Das ist zu verwirrend für mich. Nope, nope, I'm out of here. Nee, jetzt springen wir mal hier nicht runter, denn da drüben ist noch eine Flagge. Wo waren die jetzt? Kacke. Ach, da oben. Meinst du, schaffst es, sich da drum festzuhalten, Ezio? Oh Gott. Naja, natürlich nicht. Gut. Dann klettern wir halt wieder ganz mühsam hoch. Wie es dem Ezio gefällt. Naja, gut, so mühsam ist das jetzt nicht zum Glück, aber es hätte mühsam werden können. Hüpf, hüpf. Klasse! So, wo ist die Quest? Die Quest ist da. Erinnerungsanfang. Na, dann gehen wir mal da mal hin. Hüpf und hüpf. Und nochmal hüpf. Ist das da ein Arzt, den wir wieder freischalten können? Puff. Ich sollte mich da mal dran halten. Ah, ne, hier ist einfach nur so ein Arzt, der rumsteht. Jetzt solltet ihr euch besser fühlen. Macht's gut. Tudelü. So ein Arzt ehren kann niemand verwehren, ne? So, ein bisschen Kohle wieder reinbringen. War ja teuer, der Arztbesuch. Hi, hi. Was geht? Danke für den Apfel, brauche ich nicht. Ah. Oh, der sieht voll gut. Warte mal, würde die Bank ganz kurz leer machen, weil wenn die nämlich voll ist, dann haben wir ein Problem. Dann schmeißen die das Geld einfach weg, wenn die sich so, wir haben keinen Platz mehr. Andererseits, das können wir später machen. Ich dachte, ich sitze hier gleich um die Ecke, aber nö. Dann nicht, ne? Dann nicht. Eine Warnung an alle, die wohltuende Wirkung der Thermalquellen von Ferentino suchen. Ja, wo sind sie denn? Ezio, hierher. Oh. Ein unerwarteter Besucher hat die Quelle der mysteriösen Stimme finden. Wow. Ernsthaft. Hey, Ezio, hierher. Ezio, komm her. Ich hab keinen Bock herzukommen. Ezio, hierher. Ach ja, komm, jetzt halt die Fresse, oder? Bitte. Bist du nicht hier oben? Bist du hier? Okay, die Ebene ist schon mal richtig. Ach komm, hab dich nicht so. Ezio, komm her. Ach, Metal Gear Solid. Kiela. Ezio. Ach. Leonardo. Ich wusste, dass du hinter dem Einbruch in die Engelsburg steckst. Schön, dich zu sehen, Amigo. Komm her. Schreib mein Amigo nicht mit, gell? Verzeih mir. Die Borgia haben meine Dienste angefordert. Nun, sie hätten mich umgebracht, hätte ich abgelehnt. Was wollen sie? Kriegsmaschinen. Ich habe Waffen für die Borgia-Wachen konstruiert und viele andere schreckliche Dinge. Jedes ist ein Meisterwerk, Ezio. Hier, die Namen der Templer, die ihre Konstruktion überwachen. Cesare will sein Heer mit meinen Maschinen ausstatten. Du musst sie demontieren. Grazie. Ich kümmere mich um die Pläne und die Maschinen. Easy. Und es kommt noch schlimmer, fürchte ich. Sie haben den Apfel. Ja, ich weiß. Ich gab den Apfel Mario. Es tut mir leid, Ezio. Cesare überließ ihn mir, um ihn zu studieren, zu verstehen. Aber Rodrigo nahm ihn mir ab. Mehr weiß ich nicht. Ich hole ihn bei Zeiten zurück. Leonardo, ich habe alle Erfindungen verloren, die du angefertigt hast. Hm, sie neu zu machen ist leicht. Ich vergesse nie eine Erfindung. Aber du musst mir das Rohmaterial bezahlen. Easy. Wirklich? Sie bezahlen dir nichts im Vatikano? Sehr. Sehr wenig. Wenn wir das tun, darf niemand sehen, dass wir uns treffen. Weil ich so unauffällig bin. Ein Handzeichen. Es zeigt, wo du dich hinsetzen sollst. Setz dich hin. Ja, Maestro. Aha. Okay, dann lesen wir ein bisschen was über Leonardo, auch wenn wir das, glaube ich, schon mal hatten, aber scheiß drauf. Geburtsjahr 1552, Beruf Maler, Erfinder, Konstrukteur, Architekt, Wissenschaftler, Techniker. Leonardo da Vinci war der uneheliche Sohn eines Notars und einer Bäuerin und wuchs in der Toskana auf. Wie so viele zum Superstar-Dasein Berufene hatte er keinen Nachnamen. Vinci war der Name seiner Geburtsstadt. Mit 14 Jahren ging er bei dem florentinischen Maler Verrocchio in die Lehre. Dieser brachte ihm Alchemie, Zeichnen, Malen, Bildhauern und Modellieren bei.
Im Alter von 20 Jahren gründete Leonardo seine eigene Werkstatt. Dann reiste er durch ganz Italien und malte schließlich seine großen Meisterwerke Das letzte Abendmahl im Jahre 1498 und die Mona Lisa von 1503 bis 1507. Auf seinen Reisen erforschte Leonardo die Welt mit einer unstillbaren Neugierde. Er hielt seine Beobachtungen in Spiegelschrift und in seinen Notizbüchern fest. Als er in den Diensten Ludovico Sforza stand und später dann auch Cesare Borgias, schuf er unter anderem Entwürfe für einen Helikopter, einen Panzer, eine Schiffskanone und ein Maschinengewehr. Zudem war er ein Techniker, also entwarf er Garnisonen, Kanonen und bewegliche Barrikaden. Trotz dieser gewaltigen Anzahl von Fähigkeiten wurde Leonardo wegen seiner chronischen Verzögerungstaktiken von seinen Metzen, heißt das so, Metzen, keine Ahnung, ständig belästigt. Manche Kunstwerke wurden häufig erst Jahre später fertiggestellt, als er angekündigt hatte. Viele wurden überhaupt nicht vollendet. Leonardo hatte auch ein stürmisches Liebesleben. Im Jahre 1476 wurde er der Sodomie bezichtigt. Höchstwahrscheinlich war er homosexuell. Sein Assistent Zelai wurde des Diebstahls beschuldigt und des verschwenderischen Umgangs mit Geld für Kleidung. Doch er war wahrscheinlich auch Leonardos Liebhaber. Leonardo malte mehrere Bilder von Zelai, so auch das berühmte Gemälde Heiliger Johannes der Täufer, und er hinterließ ihm die Mona Lisa, als er im Jahre 1519 starb. Eieiei, verbreiterte Ufer. Naja, gut, setzen wir uns hier mal hin, so ganz unauffällig so. Plumps. Das ist unauffällig. Okay, Doppelklinge. Ja, das klingt auf jeden Fall Hammer. Holen wir uns. Ich muss in meine Werkstatt zurück. Warte hier. Achso. Wir können uns nur eine Sache aussuchen. Gut, dass ich so überheblich bin. Warte hier. Sollen wir jetzt hier einfach sitzen bleiben? Ich dachte, das Spiel ist abgeschnitten. Nein, ist noch hier. Jetzt kriege ich doppelt so viele. Kann ich noch mehr einkaufen? Desmond, ich habe Leos Standort auf der Karte vermerkt, damit du ihn findest, wenn er sich bewegt. Um dich mit Ezio zu synchronisieren, musst du Leos Maschinen zerstören. Ich habe die Standorte der Templer markiert, die für den Bau zuständig sind. Ich aktualisiere die Karte, sobald die Maschinen gefunden wurden. Das ist sehr nett von dir. Ein unerwarteter Besuch. Okay, können wir Leonardo nochmal zu uns holen? Ich würde gerne den Rest holen. Ach, dass ich wieder so überheblich sein musste und nicht lesen konnte, was da steht. Leck mich doch. Wo ist denn hier mal so eine Bank mit Leonardo? Guck mal hier, da ist ein L. Haben wir sonst noch irgendwo ein L in der Nähe vielleicht? Nö, das wäre nämlich zu einfach. Oh, dann reisen wir mal dahin. Was haben wir hier noch? Nebenan, Auftragsattentat. Können wir uns ja auch mal angucken dann, nicht wahr? Auf jeden Fall haben wir jetzt die Doppelklinge. Das ist doppelt geil. Die ist doppelt geiler als die normale Klingel. Klingel vor allem. Mal hier hoch. Nee. Ja, doch. Schön für dich. Leonardos Kriegsmaschinen sind jetzt auf der Karte vermerkt. Ja, mit dem L sind die. Na gut, ich dachte schon. Und wie kann ich mich mit Leonardo in Verbindung setzen? Sagt er mir natürlich nicht. Die nützlichen Informationen hält er mir vor, ne? Ja, ja. Ah ja, gut, vielleicht nachdem ich. Wow, 8300 Florin. Nice. Achso, insgesamt, ich dachte jetzt pro, ne? Payday. Nö, nö. Aua, das ist ja seltsam. Vielleicht kriege ich ja auch eine Chance auf eine Audienz mit Leonardo, nachdem ich dann die Mission abgeschlossen habe. Eure Anwesenheit ist eine Schande und erinnert daran, dass wir alle. Heftig, heftig. Kurtisanen brauche ich mir, glaube ich, nicht anhören. Beziehungsweise vorlesen. Das ist, glaube ich, so ziemlich logisch, was die machen, ne? Die Guten. Upsala. Weiß ich nicht. Ripp. Auf jeden Fall werdet ihr jetzt hier leider sterben. Ihr wolltet das hier so. Selber schuld. Hab keine Angst. Ich will doch nur heilen. Sagt wer? Gott, bist du blöd. Fürchtet dieses Böse.
absurde, wilde, tollwütige Tier. Oh. Er tötet wahllos jeden, der seinen Weg kreuzt. Richtig. Er muss erledigt werden. Stupido. Stupido. Was sind noch ziemlich reiche mit 15 Florin. Was habt ihr hier für Probleme? Tschüss. Meine Base! Wache! Alarm! Ich gehe ja schon, mein Süßer. Ich will dich ja nicht überfordern. Wir müssen mal wieder so einen Taubenschlag finden. Dann können wir Assassinen auf Mission schicken. Ich weiß nicht, damals, als ich das gespielt habe, also noch damals vor der Aufnahme, hatte ich irgendwie so diesen lustigen Fehler, dass ich die Kohle und alles Mögliche niemals bekommen habe. Müsste ich direkt mal beobachten, ob das jetzt anders ist. Ob sie das mittlerweile mal gefixt haben oder so? Ich meine, ne. Ach so, hier, guck mal, diese Spassen sind jetzt auch hier. Das freut mich. Ach, guck mal, hier ist ein Taubenschlag. Dann probieren wir das doch mal. Beziehungsweise gucken wir nochmal. Okay, 1800 Florin. Jetzt habe ich nicht geguckt, wie viel Geld ich vorher hatte. Ne? Das ist natürlich doof. Die haben auf jeden Fall alle mal ein Level Up verdient. Huhu, Axt. Und dann kann ich bei denen als nächstes in Rüstung investieren. Ich glaube, bei allen anderen mache ich das immer abwechselnd. Mal Rüstung, mal Waffen. Klingt doch besser, ne? Ja, würde mehr Sinn machen. Okay, Barcelona, was hatten da? Eine schwierige Schwierigkeit. Wow, das ist wirklich ziemlich hardcore. Gut, das können wir noch nicht machen. Was geht denn in Wien ab? Ein Gutsherrn angreifen? Ach, das ist ja easy. Das ist ja easy, da kannst du alleine hin. Guck mal, wiedersehen. Information stehlen. Huch, ich geh mal zu weit. Ja, dann euch zwei, ne? Tschüss, mach's hübsch. Einen Adligen vergiften. Sag mal hier. Na gut. Und einen Priester angreifen. Oh, das ist noch zu hardcore. Das ist noch zu hardcore. Dann gehen wir halt weiter nach Paris und vernichten Schießpulver. Ja. Ah, ne, halt mal in Paris bleiben und Essen vergiften. Da kann der andere Typ dann hin. Jo. Na süß, geht doch alles. Geht doch alles. So, 19.000 Florin. Okay, ich glaube, wir haben nichts dazu bekommen. Bietet eine Meine. Belohnung von 50 Goldflorin für den Kopf oder die Ergreifung des Assassinen Auditorium. Boah, ganze 50. Ist ja heftig. Lohnt sich auf was denn? Wir müssen der päpstlichen Garde helfen, diesen Mörder zu fangen und hinzurichten. Ich reiß jetzt hier einfach mal die ganzen Dinger hier ab. Womit das Geschrei von dem Typ auf den Sack geht und weil ich keinen Bock habe, ihm 500 Gold dafür zu geben, dass er die Fresse hält. Vielleicht ist es Selbstverstümmelung. Er wird noch jemanden verletzen, wenn er so weitermacht. Oh, ich hoffe doch. Plumps. Na fein. Ich bin noch nicht fertig mit euch. Ich kann schon. Also so. Und sich wieder wie Männer fühlen. Double Kill. Cool, die komischen Söldner halten jetzt auf, obwohl man sie nicht vorher dafür bezahlt hat. Ich sollte vielleicht das Schwert noch was nehmen. So. Danke, meine lieben Söldner. Okay, wir kommen jetzt da hoch, wahrscheinlich von der anderen Seite. Warum sollte ich denn der Respekt zollen? Hallo, Wacker. Upsi. Mein Gott, halt doch dein Maul. Also wenn ihr unbedingt alle auf die Fresse wollt, dann ist das natürlich auch gerne machbar. Scheiße. Du hässlicher Baum. So einfach geht das. Habt ihr davon, ne? Wenn ihr mir alle hier auf den Sack geht.
Gut, hätten wir das auch wieder geregelt. Die Santo Padre hat denen neue Befugnisse zugesagt, die den Handel in der neuen Welt aufbauen. Die Versklavung der Ureinwohner wird voran. Ach, ist doch eine Bank zumindest. Guck mal. Hi, Leonardo. Lass mich raten, du brauchst etwas. Jo. Mal sind wir gesprächig. Was hat er denn noch im Angebot? Klettersprung, Handschuhe. Dieser verstärkte Handschuh ermöglicht schnelleres Klettern, da der Träger leicht während eines Sprungs nach Vorsprüngen greifen kann. Er richtet aus dem großen Schaum bei Faustkämpfern an. Oder Giftpfeile. Fick dich, Kletterhandschuhe. Wie teuer waren die? Puh. Naja, lohnt sich ja. Ich muss in meine Werkstatt zurück. Warte hier. Jo. Mach das. Ich warte hier auf dich. Ich warte auf dir, weißt du. Ach, das ist ein geiler Blick, ey. Das ist ein geiler Ausblick. Huhu, wir haben jetzt versteckte Handschuhe. Huhu, ich hab's auch. Damit ist nun nichts mehr außer Reichweite. Der Blick eben von Leonardo. Was? Was hab ich's getan? Okay, ich dachte vielleicht, dass ich auch gleichzeitig noch eine Mission von ihm erhalten kann, so von wegen, ne? Aber die muss ich wohl selber finden. Okay, dann würde ich dann aber trotzdem mal sagen, damit die Parts nicht wieder zu lang werden, dass ich hier erstmal einen Cut mache und wir uns im nächsten Part von Assassin's Creed Brotherhood wiedersehen. Danke fürs Zuschauen, bis dann, tschüss.